Jo Leute, vor diesem Video möchte ich jetzt nochmal ein paar Leute grüßen. Unter anderem möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass Avis mich nicht nachgemacht hat oder so mit dem letzten Video, weil der hat jetzt auch ein Top 5 Video rausgebracht, sondern ich bin von ihm eher auf die Idee gekommen, das hatte ich auch in die Kommentare geschrieben und auch mit Avis vorher abgesprochen, also macht euch da mal keine Sorgen. Nur, ich würde einfach mal sagen, schaut gerne nochmal bei seinen Top 5 Videos vorbei und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei meinen ganzen Designern, denn ich habe jetzt ein Intro, ihr könnt ja auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ich habe ein neues Profilbild und einen neuen Banner. Ich werde auf jeden Fall alles unten verlinken. Banner und Profilbild sind von einem Clan erstellt worden, in dem ich auch selber drin bin. Falls ihr da rein wollt, bewerbt euch einfach mal bei dem Owner von dem Clan. Ich werde euch den Discord-Tag unten in die Beschreibung packen. Und abonniert auch mal die ganzen Clan-Kanäle. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ansonsten geht's jetzt los mit dem Video. Let's go! Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Fortnite. Und ja, heute befinden wir uns hier einfach mal in der Battle Royale Lobby, denn ich möchte euch heute mal wieder meinen Spin zeigen. Das letzte Video kam zwar nicht so gut an, aber es haben sich trotzdem relativ viele gewünscht. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute einfach mal meinem Spin. Und ja, wir gehen das Ganze natürlich hier direkt mal durch. Und ich würde sagen, wir starten beim uninteressantesten, und zwar den Ladebildschirm. Da habe ich halt einfach alles, was man sich bisher freischalten konnte. Also wir haben hier so diese ganzen Wochenladebildschirme und so, auch mit Omega und Carbide, also aus der Season 4 und 5, so wie jetzt halt auch die ersten, glaube ich, schon aus Season 6, müsste ich auch haben, haben wir halt hier so die ganz normalen Ladebildschirme, die sind ja in Season Nummer 3 oder 4, war das, glaube ich, reingekommen. Ich meine sogar, das war 4 und ja, da habe ich halt alles so ziemlich, was geht, oder nee, es war, glaube ich, sogar 3. Ja, hier haben wir auch schon eine aus dieser Woche. Ist jetzt nichts so Interessantes. Ich habe mir auch ein paar favorisiert, unter anderem hier den Rex, weil mich das halt so an die Szene aus Jurassic Park erinnert. Dann einmal den Raven, dann einmal das bunte Einhorn und auch nochmal den ganz normalen Standard Battle Royale Ladebildschirm. Die finde ich alle ziemlich nice. Dann kommen wir zur Musik. Da habe ich bisher hier nur den Floss Soundtrack, weil ich im Battle Pass halt noch nicht so weit bin. Weiter geht es dann mit dem Banner-Symbol und da habe ich tatsächlich was Besonderes. Und zwar habe ich halt mir das ultimative Gründerpaket geholt und da gibt es dann halt solche Sachen wie diesen Kackhaufen oder auch mein absoluter Favorite, die Banane oder halt so ein Messer oder so. Ansonsten hier sind halt Battle Royale Banner noch, da finde ich auch ein paar richtig cool, wie zum Beispiel hier diesen Geist, den feiere ich richtig, auch die fliegende Insel finde ich ganz cool. Und ansonsten habe ich hier noch ganz viel aus dem Sommer, die ich aber halt auf keinen Fall irgendwie benutze. Und ja, ich spiele halt wirklich nur hier meine schöne Banane und das war's dann auch. Dann kommen wir zu den Emotes. Da habe ich halt hier so die ganzen Standard-Emotes, auch nochmal hier die Welle, also den ganz normalen Winker, den Salut, das royale Winken, Respekt, noch einen ganzen Haufen an Sprays haben wir hier am Start, die halt auch keiner benutzt oder normalen Emotes oder so halt, Geburtstagszeugs. Dann haben wir hier einmal den Wischer, den habe ich nicht favorisiert, weil ich den nicht so cool fand. Dann haben wir kühl kalkuliert, den finde ich ja echt cool. Weil die könnte ich ja eigentlich auch mal beide hier favorisieren. Das passt schon, nur damit die halt von den Sprays sind. Ansonsten natürlich die normalen Tanzschritte, wer kennt die nicht. Dann einmal wahre Liebe, Schere, Stein, Papier. Einmal Ruf zur Schlacht, den ich mir jetzt letztens geholt habe, finde ich auch richtig nice. Jubelstimmung. Und jetzt kommen wir zu einem Item, was auf jeden Fall mies selten ist. Es ist nirgendwo mehr zu erhalten. Man kann es nicht mehr bekommen, da alle Codes am 30. September abgelaufen sind. Und zwar das erlesene Geschmack Gamescom Spray. Habe ich mir tatsächlich auch ein paar Mal holen können. Und sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Damit kann man einfach richtig nice in den Runden ein bisschen rumflexen. Dann eben schon gezeigt den Wischer. Wackeln, das habe ich mir gekauft. Finde ich richtig, richtig geil, Wiggle. Aber halt auch nur mit Skins, mit denen man das halt wirklich gut spielen kann. Also zum Beispiel mit John Wick kann man es übelst gut machen, weil der so schlank ist. Dann haben wir den Infinite Dab. Ich meine, wer den nicht hat, hat eh schon verkackt. Stocksauer, ein richtig geiles Emote. Also ist auch ein richtig bekanntes Meme. Dann haben wir nochmal die sexy Schräglage, mit dem ja auch für einige Tricks auf Lager waren. Dann nochmal Popcorn, ganz klassisch, war jetzt auch im Season 6 Trailer. Den Ponyritt tatsächlich aus Season 2 ist auch der 10 seltenste Tanz im ganzen Spiel. Bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, dass ich den noch habe. Dann einmal Orange Justice. Niederlagen passieren. Kühl kalkuliert, ist ja an Man's Not Hot angelehnt mit 2 plus 2 is 4. Dann einmal den Hype, finde ich auch ganz lustig.
Du bist der Hammer. Absolut schlechtestes Emote aller Zeiten. Dann haben wir den normalen Depp. Beste Kumpel, auch richtig, richtig geil, vor allem weil der Gesichtsausdruck sich überhaupt nicht verändert, das feiere ich irgendwie. Dann die Lama-Glocke, einfach meiner Meinung nach auch eins der Top-Emotes in diesem Game. Den Hula-Emote, den Groove-Jam-Emote, Freestyle natürlich auch am Start aus dem Twitch-Prime-Paket. Roboter ist einfach aus dem Season 3 Battle Pass auch ein Klassiker. Breakdown, einer der Tänze, die ich fast am meisten feiere, geht richtig ab. Dann einmal noch Boogie Down durch die Two-Factor Authentification. Auf jeden Fall auch richtig, richtig, richtig geil. Vor allem, weil wir den auch für free bekommen haben. Und dann noch Auferweckt. Passt natürlich jetzt auch zur Halloween-Zeit. Finde ich richtig geil. So, das war's dann auch schon mit den Emotes. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Contrails. Ja, da habe ich auch alles, was es eigentlich gibt im ganzen Spiel. Und damit meine ich wirklich alles. Denn das hier ist wohl so mit der seltenste Contrail. War nur zweimal im Shop mit der Verwüstung. Und ansonsten sind das alles einfach nur Battle Pass Contrails. Hier haben wir Ultramarin, Toilettenpapier, Sternstunde, Sprühfarben, Runen, Retro Science Fiction, Regenbogen finde ich tatsächlich eigentlich ganz nice, kann ich auch mal favorisieren. Herzen, Eiskristalle, Düsen, Bläschen und dann kommen wir zu den wirklich nice. Ich finde Sternschnuppe ist wirklich eins der geilsten, kann man auch mit jedem Skin spielen. Regenbogen zum Beispiel mit Farbenbombe, einfach perfekt spielbar. Glitch im System auch ultra geil, spiele ich auch richtig gerne. Flammen spiele ich eher weniger gerne, aber ist halt so ein Klassiker, den spielt man dann auch mal ein paar Mal. Dunkle Federn finde ich sehr, sehr nice, passt sehr gut zu dunklen Skins. Cashflow aus dem High-Stakes-Event auch richtig, richtig, richtig geil, wie da einfach das Cash rausfliegt. Und ansonsten haben wir noch die Blitze, die ich eigentlich nicht geil finde, die entfavorisiere ich mal. Gut, weiter geht es dann auch schon mit den Hängegleitern. Da habe ich auch schon ein paar Highlights tatsächlich am Start, meiner Meinung nach. Starten wir doch direkt mal rein. Wir fangen unten an mit dem Season 5 Strandschirm. Nice, simpel, sieht ganz cool aus. Nehmen wir mit. So, Season 2 Schneeflocke. Auch ein sehr, sehr seltener Gleiter. Hat man ja nur bei dem Win in Season 2 bekommen. Und da war ein Win sogar noch was Besonderes. Also, den habe ich mir auf jeden Fall auch erspielt. Ist ganz okay. Sieht auch ganz lustig aus. Dann weiter geht es mit dem Papierschirm aus Season 3, wo ja dieses Event in China war. Danach haben wir dann hier den ganz normalen Standard-Hängegleiter. Feuchte Farbe aus dem Season 4 Battle Pass. Finde ich jetzt nicht so nice. Dann haben wir einmal den normalen Regenschirm einfach. Ansonsten haben wir hier noch Picknick. Auch ganz normaler Gleiter jetzt aus dem neuen Battle Pass. Finde ich aber für grün auf jeden Fall okay. Ansonsten haben wir da auch noch Kreuzfeuer. Da oben sind halt so ein paar Waffen drauf. Ist auch ganz in Ordnung. Kohlefaser. Auch noch aus dem Battle Pass. Hier, das sind alles nur Battle Pass Sachen eigentlich. Entschleuniger. Dann noch den Cruiser. Zuckerschock macht einen ganz nice Sound, wenn man den aufmacht. Dann haben wir hier blaue Streifen aus dem PS Plus Set, was ich mir auf meinem PC-Account geholt habe. Dann haben wir hier noch Wailers Schwingen aus dem Battle Pass Season 4. Absolut hässlich. Dann haben wir Slipstream aus dem ersten Twitch Prime Paket. Ist auf jeden Fall ganz okay. Dann haben wir noch Rettung von oben aus dem letzten Battle Pass. Ein sehr, sehr lustiger Gleiter. Den kann man auf jeden Fall mal spielen. Kühn Voran oder Voran finde ich ganz okay. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Dann haben wir noch Am Limit aus dem Battle Pass Season 3. Das war ja die Stufe 100 Herausforderung. Auf jeden Fall auch relativ selten und sieht auch eigentlich richtig, richtig cool aus. Ist auch eine richtig nice Anlehnung an den Film John Wick. Dann haben wir hier noch den Webenschirm. Der Windschirm aus dieser Season ist, finde ich, mit Abstand der beste Windschirm. Ich bin ja auch ein mega Halloween-Fan. Da passt das Ganze dann natürlich. Und ich bin dann auch dementsprechend froh, diesen Schirm hier meinen eigenen nennen zu können. Dann haben wir nochmal den Schirm des Gründers. Finde ich auch ziemlich cool. Dann haben wir auch nochmal den Hängegleiter des Gründers. Und auch nochmal Surf von Hängegleiter. Beziehungsweise Hänge von Gleiter. Aus dem Free Pass aus diesen zwei. War da das letzte Item, was man erspielen konnte. Und das wollte ich dann noch haben. Deswegen habe ich noch am letzten Tag mit meinem Freund so lange gespielt, bis ich den Gleiter hier hatte. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn der Gleiter ist eigentlich ziemlich cool. Und dass ich jetzt zumindest noch so ein kleines Andenken an die Season 2 habe, ist, finde ich, meiner Meinung nach auch ziemlich nice. Ansonsten haben wir noch den Regenbogenritt. Auch ein richtig geiler Gleiter, den man gut mit Farbenbomber kombinieren kann. Dann nochmal Weltraumland geht.
generell einer der besten Gleiter im ganzen Spiel, finde ich. Schwarz kann man mit fast jedem Skin spielen, hat richtig geile Effekte und so, also der ist auch an sich sonst schlicht einfach ein perfekter Gleiter. Genauso wie Pterodactylus, den habe ich mir jetzt erst letztens geholt, ist halt ein Pterodactylus bzw. Pteranodon, also ein alter Flugdinosaurier. Ich bin generell ein relativ großer Dinosaurier-Fan, also feier das, weil ich auch richtig viel Ark gespielt habe früher. Und ja, der hat auch ganz nice Farben, kann man mit vielen Skins kombinieren, macht richtig nice Sounds und ich finde generell, dass er hier auch so seine Flügel schwingt und so, richtig nice, ist ein richtig geiler Gleiter, vor allem für das Geld, was er gekostet hat. Dann haben wir noch den Eroberer aus dem letzten Battle Pass, auch richtig, richtig, richtig nice. Ist halt einfach mal ein ganzes Wikinger-Schiff und das einfach for free im Battle Pass, nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch den königlichen Drachen am Start. Habe ich mir das erstmal gekauft, als er im Shop war. Ich habe dann erstmal gehofft, dass er selten wird, aber Seltenheit juckt mich eigentlich eh nicht so viel. Und es ist auf jeden Fall ein heftiger Gleiter. Und ich weiß nicht, warum ich gerade auf jeden Fall zweimal gesagt habe, aber zum Beispiel den Tomatenkopf kann man mit dem Gleiter richtig gut spielen oder auch die chinesischen Neujahrskins. Also, das ballert schon. Ansonsten haben wir auch noch die Frostschwinge, also den Gleiter von der Walküre. Den habe ich mir auch geholt, einfach weil der komplett übertrieben ist. Und ich meine, dann kann man sich auch mal gönnen, oder? So, ansonsten geht es dann weiter mit den Erntewerkzeugen. Da haben wir natürlich die normale Spitzhacke, wo einfach Ho draufsteht. Das finde ich richtig lustig irgendwie. Dann haben wir noch den Sägezahn, Positron, Orkanhacke, Krachener Mix. Nochmal die Lollipop-Hacke bzw. den Klebelutscher, Hetzer, Fleischklopfer, Boxenstopper, Permafrost, Bleistift-HB, Außenbordhacke und Ansturm. Das sind alles die Hacken, die ich nicht so nice finde. Am ehesten würde ich hier auch noch den Bleistift-HB von spielen, weil der einfach noch richtig dünn und schlicht ist. Den kann man auf jeden Fall noch gut spielen. Und ansonsten, das hier sind so meine Favorhaken, die sind auch fast alle gekauft. Da haben wir nämlich einmal den Eisbrecher. Ist einfach eine ziemlich coole Hacke, auch nur für 500 V-Bucks, also kann man mal gut mitnehmen. Dann haben wir noch den Sichelschläger, ich meine, gönnt euch meinen Sound. Absolut sick, dieser Sound, finde ich. Und ist auch generell klein und schlicht, kann man auch gut spielen. Brecheisen habe ich noch nie eigentlich gespielt, aber finde ich, sieht an sich cool aus, deswegen auch hier das Favo und ist auch vom High Stakes Event. Ansonsten auch noch die Ballonhacke, die finde ich auch richtig, richtig cool, passt auch gut zum Clown, der jetzt rausgekommen ist letztens. Rosa Flamingo, meine erste Spitzhacke, die ich mir gekauft habe, absolut geil, spiele ich immer noch extrem, extrem gerne und sieht einfach mega, mega Hammer aus und hat auch keine unnötigen Effekte oder so. Dann nochmal die Rissklinge. Das meine ich mit unnötigen Effekten, sieht aber hier in dem Fall, finde ich, eigentlich ganz okay aus. Ansonsten habe ich hier auch noch die Regenbogenwucht, die ist ja auch mit Effekten überladen, aber hier finde ich das so einfach richtig passend mit dem leuchtenden Horn und so. Da wird ja jetzt auch bald nochmal so eine dunkle Regenbogenwucht rauskommen, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf und ich überlege mir auch das dann zu holen. Oder ob es vielleicht sogar genau hier so einen Stil bearbeiten einfach für die Regenbogenwucht geben wird. Dann habe ich noch den kleinen Mampfer, ist auch eine Spitzhacke, die ich fast immer spiele, richtig, richtig geil. Spielt ja auch unter anderem Hand of Blood, finde ich einfach mega nice, wenn man mal so einen dunkleren Skin spielt, finde ich nice, wenn man mal so einen bunten Skin spielt und finde ich nice, wenn man auch einen bunten oder halt wirklich einen pinken Skin spielt. Also das sind schon drei Spitzhacken, die sind echt richtig nice, haben ja auch zusammen 4500 V-Bucks oder so gekostet. Weiter geht es dann mit den Rückenaccessoires. Hier habe ich dann natürlich die ganzen Freepass-Sachen. Hier jetzt auch so ein Hund aus dem neuen Battle Pass. Einmal die Rostlaube vom Rostmeister. Ist ja auch sozusagen der offizielle Backbling vom Renegade Raider. Zumindest ist das so in Rette die Welt. Denn da kriegt der Renegade Raider diesen Backbling, wenn man mit dem weiterspielt. Auf jeden Fall hat man hier noch die Nachhut, Märchenumhang, Krimskramstasche, Katalysator, Hutsplosion. Finde ich auch ziemlich nice eigentlich. Und dann nochmal hart gekocht, Funke, Fliegerasttasche, Eierschale, Astro, Verfolgung, Unterjocher, Schellenkoffer. Alter, es hat so gereimt. Letzter Atemzug, Kolonietornister. Geplänkel, dunkle Materie, Bambus und jetzt kommen wir zu meinen favorisierten Sachen. Da ist unter anderem auch der Geburtstagskuchen am Start. Ich finde den tatsächlich richtig geil, obwohl den die meisten haten. Kann man auch mit vielen Skins spielen, ist auf jeden Fall richtig geil. Ansonsten hier noch den wahren Norden aus dem, ich meine, das ist das Twitch Prime Set. Auf jeden Fall auch richtig, richtig nice, spiele ich auch sehr, sehr gerne. Zum Beispiel auch mit dem Gasmasken-Skin. Ansonsten haben wir dann hier noch die Tasche des Meisterdiebs. Tasche der Freude, dann hier noch dieses Schwert von diesem von dem weißen Knight Rider, nicht weiblichen, heißt Spurspalter. Dann nochmal die Poolparty aus dem Free Pass von letzter Season, auch ein richtig geiler Backbling. Ansonsten noch Lama-Moneten aus dem 5-Euro-Paket, Cross-Frittiert vom Beef Burger,
knüppelharte Attitüde, auch einer meiner Lieblings-Backblinks im gesamten Spiel vom Rebellenskin. Dann nochmal die Eilzustellung vom Tomatenkopf, Ballonlama vom Clown war's. Dann nochmal den Wappenumhang vom schönen, guten, alten, besten Skin ever, und zwar dem Schlachtenhund. Dann nochmal die Valkyrenschwingen von der Valkyre. Die 6 Seiten vom Powercord, Schwingen der Liebe vom Liebesranger, das rote Schild von der Roten Ritterin, der Notfallplan aus dem ersten Good Frame-Paket, die Kuschelschleife vom Kuscheloberbeauftragten, der Frostschleier, finde ich auch richtig, richtig nice eigentlich, vom Ragnarök-Skin. Dann nochmal den eisernen Käfig vom Raven-Skin, die dunklen Schwingen vom weiblichen Raven und den beständigen Umhang vom Magnus-Skin. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner Skinsammlung. Die geht auf jeden Fall auch ziemlich ab. Hier unten haben wir nochmal die Unfavorisierten. Unter anderem ist da der Zoe-Skin drin, der Wegbereiter-Skin, der Technik-Skin, Sonnige Retterin, Rotstreifen. Die ganzen Nicht-Favorisierten finde ich meisten alle okay. Zum Beispiel die jetzt fand ich alle eigentlich okay, aber würde ich nicht spielen. Rotstreifen noch am ehesten, komm, die kriegt sogar ein Favor, weil die dann doch eigentlich ganz nice ist. Rook finde ich hässlich, Rambock finde ich hässlich, Mondspaziergängerin ist hässlich, Missionsspezialist ist hässlich, Kriegsfalke ist der hässlichste Skin im Spiel, die Jägerin ist, naja, auch nicht nice, Gruppmannführer ist noch okay, aber auch nicht cool, Flügelmann finde ich ganz nice, erinnert mich an Star Wars, Elite-Agentin eigentlich auch ganz in Ordnung, kriegt auch mal ein Favor hier einfach mal an der Stelle. Dann hier der Halo-Skin, der abtrünnige Agent, ist, finde ich, in Ordnung, würde ich jetzt aber auch nicht spielen. Dann haben wir noch den Abo-Kommandant, ist eigentlich ganz lustig. Dann haben wir noch den Vollstrecker, Wailer, sehr, sehr hässlicher Skin, finde ich, absolut hässlichster Skin aller Zeiten. Dann nochmal die Kriegsbemalung, finde ich sogar fast in Ordnung. Den Havoc-Skin finde ich sogar tatsächlich ziemlich, ziemlich cool und kann man zum Beispiel auch gut mit dem beständigen Umhang kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt den mal reinhaue und dazu den Umhang, finde ich, das sieht eigentlich ganz nice aus. Also Havoc kann man eigentlich auch auf jeden Fall mal spielen. Carbide absolut hässlich. Visitor brauche ich wirklich gar nichts zu sagen. Dann haben wir hier noch jetzt die favorisierten Skins. Und wir fangen dann mit den grünen an. Da habe ich nämlich einmal die Sturmtrooperin für 800 V-Bucks. Den Scorpion-Skin für 800 V-Bucks. Die rote Verteidigerin auch für 800 V-Bucks. Die Patrioten-Rangerin, was ja momentan somit der seltenste Skin im Spiel ist. War nur ein einziges Mal im Shop. Finde ich auf jeden Fall auch richtig, richtig geil, den Skin. Und es kann tatsächlich sein, dass der noch richtig selten wird. Ich finde, er habe ihn mir aber eher wegen dem Aussehen geholt und wenn er nochmal reinkommt, dann wird es mich auch nicht wirklich stören. Ansonsten habe ich hier noch Lightshow, habe ich mir auch geholt, als er das erste Mal im Shop war, auch ein nicer Skin. Dann haben wir noch Kommando, den Grillgeneral, die Abtrünnige, ist übrigens mein Zweitlieblingsskin im ganzen Spiel tatsächlich, weil ich einfach dieses komplett rote Outfit richtig feiere mit dem roten Schild, einfach eine richtig geile Skin-Kombo. Kann man übelst nice spielen. Dann haben wir den Überlebenskünstler, ist halt Headhunter aus Rette die Welt, musste ich auch unbedingt haben. Dann haben wir noch den totalen Nullpunkt, auch ein richtig, richtig geiler Skin, wie ich finde. Dann noch den Team Blau-Anführer, also die gute Blaumütze. Dann haben wir hier noch den guten alten Basketball-Skin, finde ich auch richtig nice, vor allem für den guten Preis von 1200 V-Bucks. Dann haben wir noch Farbenbomber und auch noch den Mittelfeldmeister, der momentan aber nicht funktioniert. Dann haben wir, wie gesagt, hier noch den Farbenbomber-Skin. Da wird ja hoffentlich jetzt noch der dunkle Bomber dazukommen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Dann haben wir hier noch den Überholer. Den Tomatenkopf-Skin habe ich auch mit beiden Varianten. Die Schattenagentin, die Rotstreifen, Rostmeister. Jetzt fragen sich da wahrscheinlich viele, hä, warum hast du den favorisiert? Ich feiere den Skin einfach. Ich finde den richtig geil. Mit Unreal Engine einfach hier noch drauf. Passt richtig gut. Dann haben wir nochmal den Rebell. Da weiß ich allerdings nicht, warum ich den favorisiert habe, weil ich den jetzt nicht so cool finde, sondern ihn mir eigentlich nur wegen dem Backling geholt habe. Dann haben wir noch die plüschige Rabauke, ein richtig cooler Skin. Dann haben wir noch Nacht die Nacht, der gute alte Horrorclown. Finde ich auch richtig, richtig cool. Spiele ich auch in letzter Zeit fast nur noch, also der ist wirklich richtig geil, der Skin. Dann haben wir nochmal den männlichen Hasen, den Langohr Marodeur. Den hatte ich ja schon das erste Mal, als die Hasen rausgekommen sind. Auch ein richtig geiler Skin. Dann die Gaunerin, auch einer meiner Lieblingsskins. Kann man zum Beispiel mit der Kuschelschleife sehr gut spielen und auch mit dem neuen Siegesgleiter. Perfekte Kombo einfach. Dann habe ich auch noch die Feuerwerksbeauftragte, habe ich mir auch das erste Mal geholt. Ist jetzt aber wieder in den Shop gekommen, stört mich aber wie gesagt eher weniger. Dann haben wir hier nochmal den Farbenkanonier, auch ein richtig geiler Skin. Ist auch einigermaßen selten, also kommt nicht so oft in den Shop. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Elite-Agentin, den DJ Yonda aus dem jetzigen Battle Pass. Den Cloaked Star, eigentlich ja Ninja aus RDW, musste ich mir einfach auch holen, weil ich auch schon da den Skin übelst geil fand. Dann noch den Beef Boss.
Ace aus dem 5-Euro-Paket, den Wildcard-Skin vom High-Stakes-Event, die Valkyrie, also der weibliche Ragnarök-Skin, dann nochmal Verwüstung, also der weibliche Raven-Skin, Schlachtenhund, Rote Ritterin, Rosige Anführerin, Ragnarök, noch nicht ganz voll abgegradet, kann man ja aber noch leveln, von daher passt das Ganze. Dann noch den Raben, den Power-Cord, die Panda-Beauftragte, auch einer meiner Lieblingsskins, genauso wie der Rabe, also der Rabe, den habe ich auch in fast jedem von meinen Designs, kann man auf jeden Fall richtig, richtig gut spielen und geht auf jeden Fall mega ab, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, Powercord, Panda-Beauftragte, Omega dann noch, auch Max-Level, also auf Level 80 gespielt. Da habe ich tatsächlich noch auf meiner Klassenfahrt total auf dem Handy reingesuchtet für. Dann haben wir auf jeden Fall noch Magnus am Start, den Liebesranger, die Kuschelbeauftragte, damit ist die Bärensammlung dann auch voll. Den Himmelsjäger, ein meiner Meinung nach total unterbewerteter Skin. Ich finde den Skin unnormal geil, also ich weiß nicht, der ist halt so ein Raptor, nur ein cooler, finde ich. Die Frisur geht ab, die Maske geht ab, hier die ganzen Details, wie dieser Dolch hier an dem Fuß oder so. Ich spiele ihn auch richtig gerne mit dem Backbling vom Twitch Prime Paket. Ansonsten haben wir noch den Dunklen Reisenden, den Drift auf Full Level, den Sensenmann, also den guten alten John Wick und Calamity aus dem jetzigen Battle Pass. Und ja, Leute, das war eigentlich auch schon mein ganzer Spind. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsskin in diesem Spiel ist. Ansonsten würde ich mich dann für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.